So, und damit recht herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Ich weiß gar nicht, hatte ich bei Ihnen noch eine andere Bezeichnung? Also, oder heißt das einfach bloß Tomb Raider? Das müsste ich, glaube ich, auch nochmal in Erfahrung bringen. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal runter. Mal gucken, was uns heute so erwartet. Das Rettungsboot. Wo sind Sie? Wahrscheinlich landeinwärts. Wird sich, glaube ich, zeigen, wo die hin sind. Oh, bitte lass es jetzt nicht schon wieder so ein Quicktime-Event sein. Okay. Ganz langsam. Ja, natürlich ist es eins. Ich muss jetzt selbst überlaufen, oder was? Fällt mir überhaupt nicht. Also ich kann mir ganz ehrlich gesagt vorstellen, wenn man das in VR macht. Ist das, denke ich mal, auch ganz lustig. Und ich habe gerade so ein kleines Herz, so einen kleinen Herzkasper gekriegt, weil damit habe selbst ich nicht gerechnet. Auch glaube ich auch irgendwo zu herzusehen. Jetzt ehrlich gesagt auch nicht wundern würde, ist, wenn der da jetzt auch noch anfangen würde runterzufallen. Das war dann so dieses komplette Klischee, so ein bisschen. Springmädel! Oder gibt es da unten irgendwas Interessantes? Mal gucken. Nicht wirklich. B17? Okay. Das sieht begann. Ist das eine B17? Ich weiß, ich habe das gerade eben schon mal gefragt, aber mich würde das wirklich mal interessieren. Ich schaff das. Ich meine, so vom generellen Aufbau her und von den Sternchen da drüben könnte das wirklich eine sein. Ja, mach gut. Ach, ich muss da hoch. Ja gut, das geht. Ich hatte jetzt schon gedacht, ich muss jetzt da drüber springen, aber dann machen wir es halt so. Oh Gott. Ja. Was ist das? Okay. Das ist ein kleines Tutorial. Das ist gerade. Ich muss jetzt wahrscheinlich zur Seite, oder? Ja, natürlich. Weiter. Wenn ich das mal gerade so angucke, der Baum, der da reingewachsen ist, ist dann doch schon relativ groß. Also, komm mal oben. Oh nein. Ich wollte schon sagen, ich hätte es jetzt gewundert, wenn das Ding nicht unbedingt runtergekommen wäre. Gab auf jeden Fall Erfahrungspunkte, die man vielleicht irgendwo noch einsetzen kann. Ich habe keine Ahnung. Oh, ganz ehrlich, ich habe einen Bildschirm im Grund. So, dann auf geht's. Was da hinten ist, das Flugzeug, also die Maschinenbezeichnung. Während des Sprungs noch mal Leertaste drücken, okay? Ah, okay, ich verstehe. Ja, ich glaube, das ist wirklich eine B17 gewesen. Sams Tasche. Also irgendwas hat mich gerade verwundert, warum die hier den, die Kamera mit eingepackt hat. Ich meine, wozu? Ich meine, irgendwann muss ja auch mal, der Akku mit dem Ding lernen. Was machst du dann? Die schöne Landschaft, malen oder was?
Au. Okay, damit habe ich... Ja gut, das war irgendwie auch zu erwarten. Such Zuflucht vor dem Sturm. Ach, jetzt auf einmal fängt es an zu gewirren. Gerade eben war noch ein feinster Sonnenschein. Ah, guck mal. Es sind ein paar Leute dekorativ tätig gewesen. Hallo, Piepmatz. Die Krähen gerade in den Berg hineingeflogen? Also in den Stein? Sie verlassen aus. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten! Was denn bitte schön für ein richtig großes Feuerzeug? Streichelt. Ein Feuerzeug. Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme? Lara, ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitmer. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktor. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck.
Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Ach, Sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Ich muss etwas zu essen finden. Ja, gut. Krieg mal hin. Was ich noch sagen wollte, ich wollte jetzt aber das kleine Filmchen nicht nur, nochmal blöd reinquatschen. Dieser leitende, in Anführungsstrichen leitende Archäologe, der ist doch ein bisschen, möchte ich sagen, so ein bisschen verblendet. Man muss auch mal auf die Jüngeren hören und auf die Unerfahrenen. Oh. Bambi, warte! Wo ist Bambi hin? Oh Gott, armer Kerl. Moment, den Bogen kann ich brauchen. Komm ich da hoch? Also hier unten liegen schon mal Pfeile. Kann ich hier in die Hütte rein? Nee. Doch eher mal aus wie ein Bunker. Hier sind noch mehr Pfeile. Bin ja auch gefallen. Ich dachte, das war bis Dekoration. Naja, aber ich habe, glaube ich, den Weg gefunden, um an den Bogen anzukommen. Ja klar, du kannst den Hirsch auch mit deinen... Ich brauche eine Waffe. Mit deinem mannesgleichen Pranken erlegen, hallo? Jetzt hab dich mal nicht so. Ich schaff das. Soll ich den jetzt fangen? Ah, okay. Historische Bögen, okay. Erinnere dich an das, was du von Roth gelernt hast. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben, aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Okay, ich verstehe. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Kann ich das Ding auch irgendwie wegstecken? Ach, ja, weniger. Ich habe Hunger. Ich muss etwas zu essen finden. Müssen wir hier lang? Ich denke mal da unten lang, oder? Oder aber erstmal hier hinten nachgucken, ob es hier vielleicht noch irgendwas Interessantes gibt. Weil man will ja auch nichts verpassen. Kann ich eigentlich irgendwie crouchen? Nee? Nee? Okay. Da liegen noch Pfeile. Wie kommt denn das Auto hierher? Ich ja jetzt erst. Ich würde mal da hinten lang gehen. Einfach weil es geht. Das sind noch mehr Pfeile. Irgendwie so. Ich wollte da eigentlich oben bleiben, aber okay. Oh. Hallo Bambi. War ein relativ einfacher Kill. Ich hätte eher mal damit gerechnet, dass die jetzt wegrennt und wir dürfen hinterherlaufen. Entschuldige. Ah!
Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen Fleisch. Zurück zum Lager. Wenn ich euch mal so ein bisschen einen kleinen Tipp geben soll, wenn ihr ein... Du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Also nur so eine kleine Info, also was ich so gelernt habe im Laufe meiner meines Lebens bis jetzt. Wenn ihr an ein Tier so rangeht, nicht machen. Oh hi. Immer von hinten ran. Das ist immer von hier, weil wenn ihr von der Seite hier rangeht, kann es nämlich passieren, dass ihr so einen Huf ins Gesicht kriegt. Das ist... Naja, das ist nicht so wirklich das, das Wahre, möchte ich sagen. Oh, hallo Bambi. Du bist ja niedlich. Oh Gottchen, kann ich euch streicheln? Oh, schade. Wo muss ich eigentlich hin? Da hinten. Wo kommen die ganzen Kamickel her? Wo muss ich hin? Okay, wir müssen zu unserem Lager. Das war ja hier links irgendwo. Jetzt merken, wohin hier sind wir ja gekommen. Unser Feuer brennt sogar auch noch. Jetzt gibt's aber erstmal schön lecker Hirschragu. Fähigkeiten. Verwenden Sie Fähigkeitspunkte im Fähigkeitenmenü, um Ihre Fähigkeiten auszubauen. Okay. Ach, können wir uns was aussuchen? Okay, was haben wir denn so? Okay. Halten Sie die Augen offen, um schwer zu finden Tiere und Nahrungsquellen aufzuspüren. Okay. Okay, mal das Plündern von Tierkadavern bringt ja. So zusätzliches Bergung ist gut. Okay, was haben wir hier noch so? Kann ich noch nicht hier hinten? Okay. Nehme ich den jetzt immer am besten? Ich würde fast sagen, ich nenne das mal das, die tierischen Instinkte. Ah, okay, Fitness. Okay, ich hab's verstanden. Wenn wir, wie komme ich hier wieder raus? Ach, hier oben. Hier gäb's auch noch was? Das sagt man mir jetzt erst. Okay. Das ist, das sind die ganzen Upgrades, die man machen kann. Okay, ich verstehe. Hier spricht Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Höhle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth, und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat es jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Okay, da weiß ich jetzt Bescheid. Was zu essen? Ach nee, das ist bloß zum Hinsetzen. Okay. Ich verstehe. Musik. Okay, ich dachte, du kriegst jetzt hier, ich dachte, du wirst jetzt verrückt und hörst die Musik. Aber die scheint real zu sein, meine Liebe. Wer hat denn die Tür da aufgemacht?
jemand hier? Ja, man guckt gleich mal. Ach, was ich noch sagen wollte, wegen diesem Überlegungssinn. Wenn wir den hier machen, werden uns jetzt auch, zum Beispiel der Vogel da unten wird uns angezeigt. Ah, siehst du? Demonstration am lebenden Beispiel. Na gut, gehen wir mal hier rein. Das sieht sehr einladend aus. Aber da scheint wirklich ein Bunker zu sein, so wie ich das sehe. Zumindest ein Bunkereingang. Vielleicht ja hier lang. Verdammt. Jetzt musst du da unten lang. Na gut, auf geht's. Auf nach unten. Ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich auch, ist jetzt vielleicht der falsche Zeitpunkt dafür, aber gibt es auch irgendwo eine Liste, wo man vielleicht so ein paar Bonus-Tiere oder sowas finden kann? Ich wollte nach unten, nicht nach oben. Was sind das für Zeichen? Das ist die Hand Saurons, nur in abgewandelter Form. Nee, nicht Saurons, Sarumans. So. Also ich will ehrlich gesagt nicht wissen, wie lange das Wasser hier unten schon steht. Was mache ich bloß? Okay, das sieht mal aus wie Killcounter. Oder wie hier jemand eine gewisse Anzahl an Tagen verbracht hat. Ja, mal gucken. Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt weitergehe, würde ich mal sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und tschüss.